schau mal eben noch mal kurz auf die Karte. Also da wollen wir hin. Den Tensei, der Schamane, den wollen wir ja für unser Dorf gewinnen. Ich denke mal, wir laufen hier so einen kleinen Bogen. Hier unbekannter Ort. Erkunde diesen einzigartigen Ort und entdecke das Land von Oros. Belohnung XP. Von daher setzen wir da mal unseren Wegpunkt. Dann gehen wir hier rum. Da sind ein paar Bären. Das ist gefährlich und da müssen wir da ankommen. Also Wegpunkt. Dort irgendwo in die Richtung. Hier können wir nicht lang gehen. Oh, jetzt verbrenne ich mich da schon wieder. Also wir müssen hier auf jeden Fall irgendwie runter. So. Können wir hier einfach runterspringen. Runtersliden. Nehmen wir mal das Blaublatt hier mit. Oh, da ist ein Wolf. Oh, 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 fuck you. Euer verpisst sich. Alter Schwede. Okay, wir sind ein bisschen schwach auf der Brust. Nochmal heilen, bitte. Wir sollten die Dinger lieber werfen, glaube ich, in Zukunft. Vor allem haben wir jetzt schon ein Speer abgegeben. So, wir laufen jetzt aber hier mal hoch. Hier lang irgendwie. Moment, hier ist doch so eine Art Wegpunkt. Ne, dem brauchen wir nicht folgen. Wir laufen hier jetzt einfach mal quer durch. Wo ist der Spaß da oben? So. Wir brauchen eine Kletterkralle, sehe ich. Handwerk. Wo ist die denn? Köder. Okay, ist auf jeden Fall irgendein Kram. Da, Kletterkralle. Okay, können wir leider noch nicht freischalten. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Ort entdeckt. Einfach mal runter da. Okay, da laufe ich jetzt mal nicht lang, um ehrlich zu sein, oder? Wir gehen jetzt mal straight da weiter. Oder doch. Mal gucken, was gibt's denn hier denn? Ah, siehst du, wir haben hier schon mal suchen. Das sind, glaube ich, nur Knochen, weil das ist schon voll. Alles voll. Hier oben hochklettern. Ne, nutzlose Höhle mehr oder minder. Oh, hier sind irgendwelche Zeichen. Okay, rennen wir mal wieder raus. Dann setzen wir mal den nächsten Wegpunkt. Und zwar wollen wir hier hin. Unbekannter Ort. Jetzt wollen wir hier gucken. Das Zieglein an der Waage. Kommen wir hier hoch? Jawohl. Natürlich auch aufpassen, dass wir nicht hier wieder irgendein Wolf oder irgendwas in der Quere kommen. Da ist es nämlich schon so weit. Diese alten Hunde. Das sind hier nicht wenige. Scheiße. Da ist noch einer. Wir sind hier mittendrin. Also das ist schon ziemlich survival-mäßig hier. Und da hinten war noch einer. Ich hoffe nicht, dass das schon wieder so ein Schwarzhund ist. Der tänzelt hier irgendwo. Sag mal, bin ich irgendwie blind? Achso, das ist dieser Falke da oben. Boah. Bin ich voll erschreckt. Greift er uns an? Mal gucken, mal gucken. Das ist echt schön hier, oder? Also ich meine, außer dass es hier ganz schön gefährlich ist. So. Alter Holz. Wir latschen jetzt mal hier lang. Damit wir hier mal ein bisschen auf der Strecke bleiben.
Da müssen wir hoch. So. Schon dran vorbeigelaufen. Okay, da kommen wir jetzt gar nicht rein. Das ist doch hier eigentlich. Das ist irgendwie hier zugedeckt. Müssen wir mal eben gucken, wie wir da hochkommen. Ich bin wahrscheinlich schon wieder zu doof dafür. Können wir hier irgendwie hoch? Jawohl. Vielleicht können wir das ja von oben da irgendwie hochziehen. Oh, hier sind schon wieder Köter. Sind nicht wenig hier. Oh. Okay, für die reicht erstmal ein Schlag. Das ist Gott sei Dank kein seltener Schwarzhund. Na. Schön ausschlachen hier. Ist der andere Kollege hier jetzt noch? Da hinten denn? Das ist ein Mammut scheinbar. Nacht. Okay, ja, Nacht ist klar. Also hier gibt es auch Tag- und Nachtwechsel hier scheinbar. Die Nacht ist dunkel und gefährlich. Die Sicht ist schlecht und viele Raubtiere sind auf der Jagd. Alles klar. Das gefällt uns natürlich nicht so super. So, wie kriege ich das Ding hier frei? Eigentlich, naja. Wollten wir es freikriegen? Geht nicht. Wir haben es aber zumindest schon mal erkundet und jetzt gehen wir tatsächlich einfach mal hier zu diesem Schaman. Ne, wir haben es nicht erkundet, weil wir es nicht erkunden können. So, wir machen mal schon mal die Fackel an, damit wir hier überhaupt was sehen. Hängt doch irgendwas, oder was ist das da auf der Minimap? Boah, ich glaube, das ist unter uns. Von daher soll uns das jetzt mal so weiter nicht interessieren. Ich höre hier, glaube ich, schon wieder auch irgendwelche. Oh, da müsste ich unbedingt hin. Ich höre hier, glaube ich, nämlich schon wieder irgendwelche. Wölfe auch, aber auch irgendwelche Dings, Kannibalen. Jetzt gucken wir mal eben, da sind Ziegen. Oh, alter Schwede, das war nicht gut. Der olle Bär. Der hat uns fast fertig gemacht. Huiuiuiuiui. Rennen wir den halben Wald wieder nieder. Alte Schwede. Okay, hier können wir uns wieder ausruhen. Was ist das? Nichts Interessantes. So, wir machen hier mal ein Lagerfeuer. Das ist zumindest schon mal so eine Zwischenstelle. Oh wei. Hier brennt alles nieder. Okay, also nicht so cool. Das sind irgendwelche Ziegen. Okay, wir laufen jetzt hier mal hoch. Das müsste direkt zu dem Schaman sein, quasi der Weg. Das ist wieder ein Wolf. Oh, und wir müssen da lang.
gut, dass die Ziegen die ein bisschen ablenken hier. Kommen wir hier hoch. Aha, wir müssen irgendwie außenrum. Wo sind hier die? Da hinten ist was. Bär gegen Wolf oder was hier? Krasser Scheiß. Die Ziegen interessieren mir jetzt weniger. Hier das schöne Blümchen. Rotblatt. Oh, was ist das denn? Glühwürmchen sind hier. Und lila Blatt. Okay, einfallsreich waren sie ja mit den Pflanzen hier nicht. Geben sie ja irgendeine Farbe und schon ist gut, aber okay. Das ist natürlich in der Steinzeit, hat man sich da nicht so viele Gedanken bisher gemacht. Steinfinger. Okay, jetzt sind wir hier mal ein bisschen vorsichtig. Oh, das wollte ich nicht. Da ist der Schamane wahrscheinlich. Und da sind ein paar scheiß Wölfe. Und was glänzt da so? Ich will wissen, was da glänzt. Geh weg. Schnell heilen, da kommt nämlich schon der nächste. Oh, wo ist er hin? Da. Aber ich habe keine Waffe mehr. Alter Schwede, ey. Okay, wir müssen uns gleich erstmal hier nochmal Waffen erstellen. Oh. Das wird hier ganz schön intensiv hier, der Spaß. Habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. So, können wir den hier auch noch halten, Wolf halten. Dann machen wir uns eben schnell nochmal so ein Beil. Beziehungsweise so ein Hammer oder was es ist. Keule. Haben wir sogar noch eine. Ah, kann ich gar nicht mehr. Warum nicht? Eingeweide, ach so. Ah, so, was ist das jetzt hier? Die Scharhand. Okay. Wir rennen jetzt immer hier hoch zu dem Vogel. Damit wir hier mal in der Story weiterkommen, was ist das hier? Mal untersuchen. Laubblatt, okay, da waren so ein paar Sachen. Was ist das hier? Speer anzünden. Alter, das kann ich auch. Nice. Wusste ich gar nicht. Ist mal richtig nice. Okay, da ist noch irgendwas zum Untersuchen. Fleisch ist voll, alles klar. Mhm. Gehen wir hier mal weiter. Und hoffentlich treffen wir jetzt diesen Schaman an. Da höre ich ihn doch schon, oder? Salwa Padawaida, Uhaita, Tinsai.
Nein! Nein! Jassar! O Jassar darf! Hassan! Achai o Baja! O Gui faz o Asnas Path! Bafi Takar! Wo Bafi! Widerlich. Uti Shayu Schlaudra Quasha Darga! Schlaudra Quasha Darga! Der Bestien, okay, also wir sind hier auf jeden Fall auf dem übelsten Trip gerade. Wir sollen den Wegweiser finden. Gut, wir können hier nur geradeaus gehen. Schöne Fabelwesen, also. Ich fürchte mich nicht, ja. Also ich meine, das sind ja auch erstmal schöne Geschöpfe hier, Bambi und so. Aber das ist mal ein Trip, ey. Wird sich jeder Junkie drüber freuen. So eine komische Eule. Er ist zu schnell. Der fliegt uns davon. Jetzt ist er. Alright. Dann weiter rein. Wo soll es jetzt hier lang gehen? Das haben wir schon cool gemacht, oder? Voll Platsch. Erinnert mich so ein bisschen, ich weiß gar nicht mehr wie es heißt, aber in dieses Spiel von South Park, wo man diesen Drachen folgen soll, sich ständig selbst anfixen. Auch in der Apotheke bekommt. Und über diese Glühwürmchen. Nicht, dass wir hier diesen Wegweiser verlieren. Jetzt sind wir auf einmal ein bisschen sehr schnell, wie ich finde. In der Luft mal ein paar Erdebrocken. Voll den Tsunami hier. Das ist mal richtig krasser Trip hier. Hier sind die Wölfe, machen die uns zwar was? Nee. Die scheinen sich auch nicht wirklich zu bewegen. Ja, ich komme ja schon. Ein Tiger. So ein normaler Tiger, wa?
Oder Löwe? Ja, ist doch so ein Säbelzahntiger. Bären. Zähmen. Dusch, dusch. Komm her. Buddy. Ah, der vertraut uns noch nicht so ganz. Jawohl, abgeschlossen. Haben wir jetzt die Eule? Das wäre mal megamäßig. Ja, so einen kleinen Piepmazetten, den wir rausschicken können. Quarpati, faran habandata, kubal sanguar habanda magata, ulaukawal waida walkwaswan, haiwa si bargwa shayu, tushidaha magata. Okay. Was ist das hier? Haben wir schon alles bereits, alles voll. Aber das ist jetzt mal wieder so ein Zwischenpunkt hier für uns. Wir können hier noch raufklettern. Was gibt's hier zu sehen? Gar nicht. Okay, ich glaube, hier gibt es erstmal nichts zu sehen. Wir können jetzt mal eben schauen. Die nächste Mission ist im Endeffekt... Ja, irgendwo im Kartenmenü drin. Kann ich auch herauszoomen, jawohl. Achso, weiter geht gar nicht. Hier sind wir. Wo müssen wir hin? Okay, hier ist... Sollen wir hier die Eindringlinge töten? Da werden wir auf jeden Fall gleich mal hingehen. Achso, und da hinten ist dieser Schamane. Diesen Wolfsbau, okay. Aber ich denke mal, das machen wir erstmal zuerst, weil das hier direkt um die Ecke ist und es gibt ein paar XP. Handwerk können wir mal eben gucken oder Fähigkeiten können wir das noch verbessern. Fehlen uns noch ein paar Punkte.